Welche Wärmemenge muss man zu 5 Kilogramm Eis bei minus 21 Grad Celsius hinzufügen, um dieses in 50 Grad Celsius warmes Wasser zu verwandeln? Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Die Masse M vom Eis beträgt 5 Kilogramm. Die Temperatur T1 beträgt minus 21 Grad Celsius. Zum besseren Verständnis werden wir hier die entsprechende kalorische Kurve einzeichnen. Die Temperatur T2 beträgt 50 Grad Celsius. Und der Übergang von diesem Punkt zu diesem Punkt sieht so aus. Zuerst steigt die Eistemperatur von minus 21 Grad Celsius auf 0 Grad Celsius. Bei 0 Grad Celsius schmilzt das Eis ganz zu Wasser und ab hier steigt die Wassertemperatur von 0 Grad Celsius auf 50 Grad Celsius. Für diesen und diesen Teil brauchen wir die spezifische Wärmekapazitäten vom Eis und vom Wasser. Diese sind dieser Tabelle zu entnehmen. Es handelt sich um diese zwei Zahlen, die wir hier in die Liste der Angaben übertragen. Für diesen Teil der kalorischen Kurve brauchen wir die latente Schmelzwärme vom Wasser oder auch vom Eis. Die entnehmen wir dieser Tabelle, sie steht hier. Auch diese Größe übertragen wir in diese Liste der Angaben. So, was wir suchen, ist die erforderliche Wärmemenge für diese Umwandlung. Diese Wärmemenge drücken wir natürlich in Joule aus. Und um die zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln. Legen wir los. Die erforderliche Wärmemenge ist für diesen Teil zu berechnen durch diese Formel, also C vom Eis mal die Masse vom Eis mal dieser Temperaturunterschied Delta T1 plus die erforderliche Wärmemenge für diesen Teil, die wird berechnet durch diese Formel, also die latente Schmelzwärme vom Eis mal die Masse vom Eis plus jetzt noch für diesen Teil. Diese Wärmemenge wird berechnet durch diese Formel, also C vom Wasser mal die Masse vom Wasser mal den zweiten Temperaturunterschied Delta T2. In dieser Summe ersetzen wir alle Größen durch die bekannten Werte, dann sieht die Rechnung so aus und jetzt reicht es, diese Rechnung durchzuführen und die führt dann zu der gefragten Wärmemenge von 2.936.550 Joule.